Darf ich jetzt den Tagesordnungspunkt 15 aufrufen? Hier geht es um den Bebauungsplan Nummer 389C Dresden-Altstadt 2, Stadtquartier am Blüherpark Ost. Es ist Rederecht gestern vereinbart worden und genehmigt worden für Frau Dressel-Zagadowski. Liebe Frau Dressel-Zagadowski, da sind Sie. Kommen Sie nach vorne. Sie kennen sich ja schon ein bisschen aus in unserem Hause. Sie haben wie alle anderen auch 5 Minuten Redezeit. Und dann habe ich lediglich eine Wortmeldung vorher signalisiert bekommen. Frau Ringler, Sie werden danach an der Reihe. Bitte schön, Frau Dressel-Zagadowski. Und ansonsten Aufmerksamkeit. Sie müssen nichts machen. Sie müssen, das hoffe ich. Gut. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Zuschauer, eventuell am Livestream zu Hause. 2016, also mein Name ist Juliana Dressel-Zagadowski. Ich bin die Schulleiterin von einer wichtigen Oberschule, nämlich der 101. in Dresden, der einzigen im Bezirk Altstadt. 2016 im August wurde ich Schulleiterin an dieser Schule und im Januar 2018 stand ich hier vor Ihnen und wurde von Ihnen das erste Mal eingeladen. Also der Prozess, mit Ihnen gemeinsam einen Weg für die Stärkung der Oberschulen zu finden, geht schon eine Weile. Ziel ist, Bildungsangebote vor allem im praktisch orientierten Lernen weiterzuentwickeln. 2019 haben Sie, liebe Stadträtinnen und Stadträte, dann einen weitreichenden und sehr konsequenten logischen Plan für den Standort Johannstadt Nord beschlossen, der den Umzug der 101. Oberschule in die Nähe des Hygienemuseums einschließt. Das war für uns ein großer Schritt. Herzlichen Dank an alle, ein paar aus der alten Riege sehe ich noch. Inzwischen befindet sich das Gymnasium Dresden-Johannstadt im 5. Lebensjahr am Standort und unsere Schule mit selbstverständlich großen Veränderungen und großen Entwicklungen hat letztes Jahr den 50. Geburtstag gefeiert. Wir haben unser Schulkonzept stetig weiterentwickelt, es immer an die Bildungsbedürfnisse und Bildungsrealitäten sowie an die Stadtentwicklungsprozesse angepasst. Wir waren eine von zwei ersten Schulen, die in den 90er Jahren Bildungszuhause für Spätaussiedler waren. Daraus entstand der DATS-Unterricht in Dresden, auch mit befördert durch die Kolleginnen und Kollegen der 101. Oberschule. Wir haben uns Fragen der Inklusion gestellt. Seit 2008, als der Standort mehrere Gebäude zusammengefasst wurden und umgebaut wurden, können Kinder zum Beispiel im Rollstuhl gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, die unversehrt sind, lernen und Lernangebote auf Augenhöhe annehmen. Wir haben die Bandbreite unserer Werkstätten Stück für Stück erweitert. Erst im letzten Jahr, Sie haben es vielleicht aus der Presse entnommen, haben wir eine Druckwerkstatt eröffnet. Diese hilft nicht nur Geduld zu lernen und Ordnung und Systematik, sie unterstützt auch LAS-Kinder beim richtigen Buchstabieren der Wörter durch verlangsamte Arbeitsprozesse im handwerklichen Beruf, im Druckprozess. Wir sind ein wichtiger Punkt in Dresdens Bildungslandschaft, um Gymnasiasten, die es nicht am Gymnasium schaffen, einen Bildungsabschluss zu erlangen. Dieses Jahr haben wir an unserer Schule 2 Klassen, eine 8., eine 9. Klasse von Rückläufern aus dem Gymnasium zusätzlich eröffnet. Für alle diese Möglichkeiten gilt Ihnen
Auch Dank, denn durch Ihre Entscheidungen bisher wurden diese Entwicklungen bei uns in der Schule möglich. Durch den planvollen Aufwuchs des Gymnasiums Dresden-Johannstadt seit 2020 wird es nun allerdings etwas eng auf der Furtenauer Straße. Der nächste Schritt wird notwendig. Die Voraussetzungen für den Umzug der 101. Oberschule müssen jetzt geschaffen werden, damit auch das Gymnasium Dresden-Johannstadt planvoll und geordnet, gesittet weiter aufwachsen kann. Sie haben die Grundlage für einen absolut modernen und innovativen Neubau durch einen europaweiten Architektenwettbewerb geschaffen, dessen Ergebnis Dresden zur Ehre gereicht. CO2-neutral, nachhaltig, demokratisch und an der wirtschaftlichen Notwendigkeit orientiert, um zukünftigen Fachkräften für Handwerk, Industrie, Handel und den Dienstleistungssektor in einer attraktiven Schule die Basis mitzugeben. Stärkung der Oberschule. Oberbürgermeister hat es gesagt, brauchen wir. Zudem ist der Entwurf dieser Architekten eine städtebauliche und ästhetische Meisterleistung, die im Dresdner Zentrum im Spannungsfeld zwischen historisch-progressivem Hygienemuseum, der Visualisierung technischen Fortschritts in Gestalt der gläsernen Manufaktur und für die große begeisternd sportliche Verankerung durch das Dynamo-Stadion einen weiteren städtischen Zukunftsaspekt Platz einräumt, nämlich moderne, achtungsvolle, chancenbewahrende Bildung. Für diese Weitsicht, liebe Stadträtinnen und Stadträte, für dieses bildungsbürgerliche Engagement und für dieses Vertrauen in unsere Schulgemeinschaft ebenfalls herzlichen Dank. Ich kann Sie an dieser Stelle nur bestärken, dass Sie die richtige Entscheidung heute treffen, wenn Sie den Bebauungsplan 389c gemäß Vorlage beschließen. Wir werden als Schulgemeinschaft Ihr Vertrauen nicht missbrauchen. Wir sind für die Stadt Dresden ein stabiler Bildungspartner und Sie können auf unsere Entwicklungsfähigkeit zählen. Entscheiden Sie sich für diesen Schulstandort im Herzen Dresdens. Mein Herz, dafür haben Sie. Danke. Vielen Dank, Frau Tressel-Zekatowski. Und jetzt darf ich Frau Ringler bitten. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sprechen hier heute über den umfangreichen Bebauungsplan am Blüher Park Ost und auch ich möchte den Fokus legen auf den Neubau der 101. Oberschule, der dort geplant ist. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal an Frau Tressel-Zagatowski, die uns, glaube ich, so einen Vorgeschmack gegeben hat, wie viel Begeisterung für gerechte und vor allem qualitativ hochwertige Bildung dort in das neue Gebäude einziehen wird. Dieser Neubau am Blüher Park wird aber auch nicht irgendein Neubau, sondern wir wollen mit diesem Neubau neue Standards setzen, was den Schulbau in Dresden angeht, in puncto Nachhaltigkeit und vor allem auch in puncto klimaneutralem Bauen. Vor allem aber sieht die Planung einen Bau vor, der auch den pädagogischen Voraussetzungen, denen diese Oberschule so dringend braucht, gerecht wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass es Lerninseln gibt, in denen man in Kleingruppen lernen kann. Das bedeutet aber auch den zeitgemäßen Zugang zu den digitalen Medien. Und so toll das alles klingen mag mit dem Gebäude, ist es dennoch kein Luxusgut, so ein Gebäude, sondern es ist vielmehr die Voraussetzung für eine gerechte Bildung. Wir alle wissen, dass sich besonders an unseren Oberschulen ganz viele Jugendliche sammeln, die in prekären Verhältnissen aufwachsen. Und aufwachsen in prekären Verhältnissen heißt aufwachsen in engen Wohnungen ohne Schreibtisch für die Hausaufgaben. Das heißt aufwachsen ohne Sportverein, ohne Musikunterricht. Und das heißt auch oftmals aufwachsen ohne ein Wohnzimmer mit einem vollen Bücherregal und der Ruhe zum Lesen. Und genau deshalb braucht es auch insbesondere für die Jugendlichen der 101. Oberschule ein Gebäude, das die Grundlagen legt für gerechte und für gute Bildung. Ein Gebäude, in das die Jugendliche auch gerne kommen und an dem mehr passiert, als stumpf den Lehrplan abzuackern.
Wir schaffen deshalb durch den Neubau an der 101. Oberschule natürlich diesen Raum zum fachlichen Lernen, aber vor allem auch zum sozialen Lernen. Denn wer eine tolle Bibliothek in der Schule hat, der bekommt Lust auf einen Buchclub oder auf die Schülerzeitung und wird vielleicht irgendwann mal Journalist. Wer moderne Handwerksräume in der Schule hat, der bekommt Lust, sich auszuprobieren, sich ernsthaft mit Ausbildungsplätzen zu beschäftigen und wird vielleicht irgendwann mal Mechatronikerin, eine von denen, die wir so dringend brauchen. Und aber auch wer stundenlang an den Sportanlagen der Schule Fußball spielt, der lernt ganz automatisch, dass das Einhalten von Regeln Grundlage ist für unser gesellschaftliches Miteinander und wird vielleicht irgendwann mal Polizistin. Und auch die brauchen wir ganz dringend. Nicht nur für die Jugendlichen, die im Übrigen aus ganz Dresden an die 101. Oberschule kommen, entsteht im Blüherpark dieser Neubau, sondern natürlich auch für die Lehrkräfte. Die herausforderndste Schülerschaft braucht unsere allerbesten Lehrkräfte und auch die kommen noch ein bisschen lieber zur Arbeit, wie wir wahrscheinlich alle, wenn es dort einen Arbeitsplatz gibt, an dem auch zum Arbeiten eingeladen wird durch die Räumlichkeiten. Und auch hier sprechen wir wieder nicht von Luxus für die Lehrkräfte, sondern wir sprechen zum Beispiel von Beratungsräumen, in denen sich eine Lehrkraft auch mal in Ruhe mit einer Sozialarbeiterin austauschen kann. Wir sprechen von Computerräumen, in denen die Computer funktionieren und auf denen die auch auf zeitgemäße Art und Weise steuerbar sind. Wir sprechen auch von einem Lehrerzimmer, in dem einfach Platz ist für kollegiale Zusammenarbeit, also wirklich die Basics. Deswegen ist diese Investition in den Neubau der 101. Oberschule eine Investition, von der wir alle in Dresden profitieren. Und folglich werden wir natürlich dem Antrag des Bebauungsplans zustimmen und damit die Weichen legen für die Neugestaltung des Blüherparks. Und im nächsten Schritt muss dann selbstverständlich auch die planmäßige Finanzierung des Neubaus sichergestellt werden. Soweit erstmal die angemeldeten Redner. Gibt es weiteren Redebedarf? Sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Haben den federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja. 68 Ja-Stimmen, keine Nein, eine Enthaltung, damit so beschlossen.